So, Moment. Uno momento, por favor. Wir müssen mal gucken, wie lange ich heute durchhalte. So, ich habe jetzt erstmal mein Date mit Kumi ausgemacht. Hallo, ihr Lieben, da sind wir wieder mit Soul Hacker 2. Meine Stimme klingt jetzt schon ein bisschen, hoffentlich ein bisschen besser. Ich klinge zwar immer noch sehr nass. Ja. Die Katze liegt hinten in ihrem Köpfchen. Auf jeden Fall machen wir mal weiter mit Soul Hacker. Wir sind hier stehen geblieben tatsächlich. Richtig. Und wir gucken einfach mal. Hier mal ein Türchen. Verschlossen. Kann nicht geöffnet werden. Und ja, aber wir haben hier eine schöne Säule. Ein neues Portal wurde freigeschaltet. Durch diese Säule können wir gehen. Pforten sind spezielle Wegpunkte, die dir erlauben, dich zwischen Pforten innerhalb des gleichen Dungeons zu teleportieren. Halte bei deinen Reisen danach Ausschau und nutze sie, wenn du sie gefunden hast. Denn sie können langwierige Dungeon-Exkursionen verkürzen. Heißt also, wir werden hier wahrscheinlich noch wesentlich größere Dungeons kriegen. Und hi Eis, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, mein Gutster. Und da haben wir unsere Säule, die wir hier ganz am Anfang platziert haben. Ja. Na dann. Gehen wir mal weiter in der Story. Einfach mal straight. Und in den Unterschlupf. Also das ist unsere Stadtkarte. Ich finde das sehr cool. Das hat einen sehr starken Persona 3 Vibe. Weil in Persona 3 konntest du dich halt auch nicht so wie in Persona 5 jetzt so frei bewegen. Klar, du hattest so Punkte, wo du dich drinnen bewegen konntest, ne? Oder war bei Persona 5 auch dieses da war auch dieses Stadtkartenprinzip, ne? Dass du auf die Stadtkarte hattest, bist dann in den Bezirk gegangen. Ich erzähle schon wieder Unsinn. Genau, da war ja auch diese Karte. Also das hat sehr starke Persona-Vibes. Was bisher geschah. Das Bündnis, das aus My Ladys Leiche austrat, wurde von Figuei aufgenommen. Nach der Wiederbelebung von Milady geht das Team in Eros Unterschlupf. Schön, dass wir das als Info kriegen. Unterschlupf. Den kennen wir ja schon aus dem Opening so ein bisschen. Da haben wir zumindest die Pflanze gesehen im Baum. Ringo eindeutig fasziniert und begeistert von diesem Unterschlupf. Ganz nach ihrem Geschmack. Und Milady hasst es einfach nur dort zu sein. Die Couch scheint sehr bequem zu sein, so wie Ringo sich reinnimmt. Nicht ganz das, was sie erwartet hat, aber auch nicht schlecht. Kini itte moraete nani yori da. Fig to Milady mo jiyū ni kutsuroite kure. Kann man hier drinne kochen? Iroiro to arigatou gozaimasu, Aro. Sassoku kakunin da kedo sa. Aro ga Milady o tasukeyou to shiteta no tte, yappari sakki no koutai ga mokuteki datta. Mou kakushitemo shikata nai ka. Sono toori da. Okay, also zusammengefasst, es gab einen Grund für Arrow, Milady zu beschützen, und das war das Bündnis. 先ほど Milady から出現したコベナントは私が回収しました。そうね。私は一度死んだんだものね。重要なファクターになるだろうって認識してるけど、まだ情報を集め始めたばっかりでね。Also scheinbar kommt so ein Bündnis nur dann raus, wenn jemand stirbt. Vorher nicht. Covenant's Koto. Oshiete kurenai? Devil Samana no futari wa kuwashii in desho? Ja, ore no wakaru hanii de. Covenant wa taiko kara hito no tamashii no aida ni hikitsugarete kita energii tai mitai na mon nan da.
Naja, die Energieform sah mir eher wie ein Energiewesen aus. So geziert, wie es halt auf Figure 8 zugegangen ist. Ist natürlich die Frage, muss man in irgendeiner Form kompatibel für so ein Bündnis sein? Ich hoffe, das erfahren wir noch. Covenant の所持者は強大な力を授かると言われてきた。Jetzt ist die Frage, hat Milady unglaubliche Kräfte besessen? その強大な力とは簡単に言うと、ものすごい才能を開花させたりする場合がある。時には文明を人を進化させるような才能をな。コベナントは全部で5つあると言われてて、1つだけならどんなにすごくてもその個人に影響するだけだ。だが5つ全てが1人の元に集まると全く異なった意味を持つ存在になる。コベナントを独占した人間が望めば。Okay, also es ist wie Pokémon, nur mit weniger Bündnissen. Ringo, musst du echt noch fragen, wenn er sagt, vielleicht sogar... Ich meine, ihr seid hier, um das Ende der Welt aufzuhalten. Da musst du doch nicht fragen, vielleicht sogar was. Jemand, der alle 5 Bündnisse hat, kann die Welt voll in den Arsch kriegen. Er weiß schon ganz schön viel. この大いなる存在の降臨こそがファントムソサイティの宿願ってわけだ。そうだろ、ミレディ。コベナントを集める目的なんて、いちいち確認取らなくていいでしょう。潜入捜査官さん。ああ、シマーキン、absolut nicht。死ねばコベナントは別の誰かに継承される。そのせいで独占しようと争いが起きる。とっても人間的よね。Warum weiß eigentlich Ion nichts von diesen Bündnissen? なるほどね。それでミレディが死んだ時にコベナントがフィグのものになったんだ。コベナントの特性と世界に破壊をもたらす大いなる存在。やはりこれらはアイオンの未来予測を現実化させうる方がのように見えます。だね。世界の終わりを回避したい私たちとしては。ファントムソサエティの行動原理はすごく厄介。はい。目的を知ってしまったからには、私の中にあるコベナントを渡すわけにはいきません。それじゃあ私が困るの。どうしてもプロブレムだ、ミレディ。無駄だ、ミレディ。俺たちの召喚能力は変異してる。ソウルハックされて生き返ったせいなのか、リンゴに悪魔の管理権限が移行してるんだ。Das ist so praktisch gerade, oder? Dass wir einfach mal die Kontrolle über Mladys Beschwörung haben. は？そんなの聞いてないんだけど。Kam halt noch nicht dazu, Milady, sorry. 俺に言われても困るが。Aber ich finde es schön, dass angezeigt wird, welche Antwort auf wen jetzt nun einen Effekt hat. Da sie so pissed auf Arrow ist, werde ich halt einfach sagen, Arrow trifft keine Schuld. Arrow, wo sie mit dem Muimideo? Miredi, du unnachst dich aber an der Kara. Genau, ich bin das fiese Wesen. Ringo, Kara, schickari, setz mir die Hatte Grö. Du, ich war dem, was ich mir nicht mehr so gut habe, Kara. Gehen wir halt die Schneiden, ne? 私のサマナーとしての自由を奪うつもりじゃないでしょうね。それこそヤタガラスの作戦で。ああ、だしゃんあいにくさんこいつヤタガラスを伝える。完全に誤解だ。俺は本当にあんたを助けようとしてたな。どうだか。リンゴって子たちと結託してないって証明できないでしょ。そこまで。大体、なんでミレディはコベナントがそんなに必要なの？ファントムソサエティのサマナーが何のために必要としているのかなんて、今さら聞くまでもないんじゃない？ふーん、世界を壊したいんだ。いや、warum denn、ミレディ？なあ、リンゴ。俺からちょっと質問いいか？何でもどうぞ。リンゴとフィグは人間じゃないんだよな。
なのにコベラントを継承できたのはどうしてだ。アイオンって一体何者なんだ。私たちアイオンは情報の海から生まれた知性。Jetzt ist die Frage. Es klang eher so, als wenn Aion erschaffen worden wäre und sich dann halt stetig weiterentwickelt hat. Aber wenn es halt ein intelligentes Wesen ist, das anhand von Informationen geboren wurde, also sprich, es ist ein Digimon. Aion ist ein Digimon. こうして人間の体を模したボディに自我をインストールしたことで、私たちにも魂に相当する概念が芽生えたようです。機械が魂を。随分な物言いじゃない。大体あなたたちの体だって機械みたいなものでしょ。Ist eine interessante Art und Weise, das Ganze zu sehen, dass unsere Körper nichts anderes als Maschinen sind. Ich meine, so gesehen ja, unsere Körper sind ja auch nichts weiter als einfach nur Hüllen.Das also mit einer Maschine gleichzusetzen, ist interessant. Warte, ich muss meine Fußbank mal kurz aus, damit ich mich ein bisschen zurücklehnen und Dinge tun kann. Einfach mal ein bisschen anders hinsetzen. Aion にとっても、魂はまだ謎が多い領域で、発生のメカニズム。Also im Prinzip sind Figuei und Ringo nichts anderes als Experimente von zwei Seelen. Weil wenn Aion es nicht versteht, kann ja Aion auch nicht sich eigentlich sicher sein, dass die beiden wirklich ihre Mission erfüllen werden im Nachhinein, oder? Weiß nicht. Keredo, 人間の体やそれを制御する思考能力を高い精度で再現できるとすれば、そこに魂が宿るのは自明の理です。Okay. Also einfach einen Körper erschaffen. Und dann kommt automatisch eine Seele. この機械の器、あるいは肉体を持っているがゆえに起こる様々な生理的反応の相対こそが魂を形作る。Körper und Bewusstsein und dann hast du eine Seele. Bam. 全然わからん。Er hat keinen Wurst verstanden. Junge, ist doch einfach. Du brauchst eine Hülle, steckst da ein Bewusstsein hinein und bam, hast du eine Seele. Naja, Bewusstsein halt, was in der Lage ist zu empfinden und so, weil sonst, ich glaube, kommt das mit der Seele nicht weit. Weil im Prinzip, man braucht sich ja nur Adam und Eva angucken, ne? Im Prinzip waren die beiden ja auch nichts weiter als Hüllen. So, sie hatten zwar so ein gewisses Bewusstsein, aber, naja, keine Selbst... Wie nennt man das? Also beide hatten ein Bewusstsein. Ich meine, sie konnten reden, sie konnten sich identifizieren als ich Adam, du Eva. Selbstwahrnehmung? Irgendwie sowas würde ich sagen. Auf alle Fälle. Und sie hatten dann später Erkenntnis, weil sie halt vom Baum der Erkenntnis genascht haben. Aber die Frage ist, hatten beide im Paradies dann schon eine vollständige Seele? Oder waren es nicht einfach nur irgendwelche Roboter, die ohne Selbsterkenntnis, also ohne Erkenntnis, nicht einfach nur blind den Befehlen oder den Willen Gottes gefolgt sind. Jetzt ist die Frage, ab wann hat sich bei Adam und Eva eine Seele gebildet? Jetzt wird sie wieder hochphilosophisch. Technologie no sui o korashita zenmai dokei da yo. Rinko immer mit ihrer, wir sind fortschrittliche Technologie in einer altmodischen Uhr. 誤解を恐れずに言えば、私たちは出自は違えど、大体人間と同じということです。引き換えに、
アイオン本来の演算能力と膨大なデータへのアクセス権を失ってしまったけどね。Wie stolz Rinko einfach mal sagt, ach ja, uns fehlt die Rechenkapazität. Da kara kono mission ni wa kono sugata ga saiteki datta. Te koto nano kana? Soul Hack mo watashi ni tamashii ga nakereba dekinakatta wake da shi. Ah, sou desu, Ringo. Tsutaeru no ga osoku narimashita ga, arata ni hanmei shita jijitsu ga arimasu. Oh.Pico hat was entdeckt. Hogo Taisho Alpha. Ondai Chiro ni kansuru koto desu. Tashika. Yumei na computer engineer da yo na. Ittai nan no kankei ga? Figu wa betsu kodo o shite tan da. Aro to onaji. Sekai no owari ni kakawaru jinbutsu. Ondai Chiro wo hogo suru tame ni ne.Es ist schön, wie sie sagt, ich habe versucht, dich zu beschützen. Also wir waren ja eigentlich schon zu spät, da war nichts mehr zu beschützen.Danach war nur noch wieder zum Leben erwecken. Nimu war 失敗に終わりましたが、監視カメラのデータを復旧。24区都庁ビルで起こった顛末を確認しました。それで、彼を殺害したのは、鉄仮面と名乗る人物でした。Eiserne Maske. Der Prinz hinter der eisernen Maske. 鉄仮面だって。C 計画のプロジェクトリーダーが直々に動いてるってことか。やっぱり知っていたんだな。いや、知ってて当然か。あんたは鉄仮面の恋人だもんな。Ich weiß nicht, ob man die beiden noch als Paar bezeichnen kann, wenn er erlaubt, dass seine Freundin wegen des Bündnis ermordet werden soll. Ich glaube, Ex-Freund trifft's dann mittlerweile eher. そうなの？鉄仮面と名乗った。それは間違いないのね。直接見てみましょう。映像出します。Ich muss so sagen, ein bisschen finde ich Soul Hackers cyberpunkig. すごいな。ここに至るまでのセキュリティを無力化するのは簡単じゃなかっただろう。お初にお目にかかる。今世紀最高のコンピューターエンジニア、音大一郎。君は？私は鉄仮面。C 計画のプロジェクトリーダーだ。鉄仮面って、まあまあじゃないか。Schön, dass du dich erstmal lustig über den Namen machst. 脱獄でもしてきたのかい？まあいいや。なあ、一緒に祝ってくれよ、鉄仮面。そこのムッツリ君もさ。ちょうど今、システムが一つ完成したんだよ。ちなみに、こいつにつける名前は決めてあるんだ。バニシングシステム。オミシステム、OK。生かしてるだろう。完成した作品に興味はない。ご所望なら遠慮なく持って行ってくれ。あなたの生み出したその技術は人々を新たなステージへと導くだろう。だが我々の興味はそこにはないし、あなたがそれを自分の目で見ることもない。なるほど。これじゃないとすると、ご所望は俺。いや、俺の中にあるコベナントかな。ほう、気づいていたのか。俺は天才だからね。Er ist sehr überheblich dafür, dass er stirbt.
未来が君を追い詰めるぞ。鉄仮面。Die Frage ist doch, was wusste er, was wir noch nicht wissen? Mirai, Dato. Wie gesagt, ich finde ihn sehr überheblich dafür, dass er jetzt halt so eigentlich verreckt ist. コベナントはこの鉄仮面が確かに頂戴した。Ich weiß nicht, ich würde noch nicht sagen, dass das das Ende von diesem Genie ist. Der hat sicher noch irgendwas in der Hinterhand. Soulhacken können wir ihn wahrscheinlich nicht mehr. Onda Ichiro もコベナント持ちだったってことか。で、今のが鉄仮面と。なんだかヤバそうなやつも一緒にいたけど。Onda Ichiroからコベナントを奪ったやつか。明らかに人間の腕力じゃなかったよね。神話か何かかな。ミレディ、五道杯でしょ。知らない？詳しくは知らない。ただ彼はそいつのことをゼノンと呼んでいたわ。コベナントの器とも。コベナントの器。Also wissen wir schon mal, alle Bündnisse sollen in diesen Xenon vereint werden. 力及ばず。彼らの強行を止めることはできませんでした。ところでミレディ、恋人の鉄仮面があんたを狙うのはどうしてなんだ？ねえリンゴ、私に協力しない？私が鉄仮面に会うのを手伝って。Also eigentlich erscheint's mir logisch, wenn er alle Bündnisse braucht, um die in Xenon zu vereinen. Vielleicht um dieses ultimativ Böse, was die Welt zerstören soll, zu beschwören. Ist es doch klar, dass er Milady eigentlich nur gecatcht hat, um eine Trägerin des Bündnisses sicher auf seiner Seite zu wissen. Und dann, wenn es soweit ist, und das ist scheinbar jetzt der Fall, alle Bündnisträger auf einmal auszuschalten, um diese Bündnisse an Xenon zu verfüttern. Ich denke, das klingt logisch. Mikaeli wa? Anata ga yuu sekai no owari o tomeru no o tetsudatte mo ii. Sore to. Oh, sie weiß alle Namen der Bündnisträger, nicht so? Ii no? Sekai o horoboshitai tte itteta janai. Motto daiji na koto ga dekita kara. Wakatta. Yoroshiku ne, Miredi. Kantan ni shinyou suru no ne? Hey, Ringo ist eine Maschine sozusagen. Natürlich vertraut sie schnell. Da ist noch nicht so viel mit... Also sie ist noch ein bisschen naiv, würde ich fast schon sagen. Aber ich mag sie trotzdem sehr. Eist, ich weiß, ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt, aber ich mag Ringo. Oh, sie vertraut ihr nicht, okay. こっちも利害が一致してるからな。OK、bisher profitieren also alle davon。はい、交渉成立。二人とも、しばらくの間は仲良くやろう。Mit dem Auskommen, das dauert wohl noch, also gut. Es gibt eigentlich viele weibliche Protagonistinnen, die ich mag. Es ist ja gar nicht so, dass ich überhaupt keine weiblichen Protas mag.wenn sie gut geschrieben sind, sind sie okay, aber das Problem bei vielen weiblichen Protagonistinnen ist halt, dass die zwar am Anfang recht gut geschrieben sind, ne,
aber dann so irgendwann gegen Ende richtig hart knicken. Ich mag zum Beispiel auch Mary aus Persona 4 Golden. Ich liebe, wie Mary geschrieben ist. Ich liebe Mary. Also, es ist nicht das erste Mal, dass ich eine weibliche Prota mag. Und die meisten Otome Games haben halt leider nicht ganz so gut geschriebene weibliche Protagonistinnen, was aber im Bezug auf Otome Games nicht notwendig ist, weil der Spieler, also beziehungsweise die Spielerin, sich ja da selbst hineinfühlen soll und da so ein bisschen ihren eigenen Charakter mit verleihen darf. Aber ich mochte auch Lily. Wir erinnern uns an den Pio Fiore Stream. Ich liebte Lily. Ich habe gesagt, das wäre so eine der weiblichen Protagonistinnen, die ich tatsächlich auch heiraten würde. Die ich heiraten würde, ne? Also da würde ich sagen, ey, guys, sorry, aber this girl is mine. Okay, letztes Mal haben wir Errol zugestimmt. Mit was habe ich gerade gesagt? Weil ich denke, das mit dem Auskommen dauert wohl halt wirklich noch ein Stück. Also, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das ausgeglichen halten will, aber... Ja, wir können nicht erwarten, dass von heute auf morgen Milady einfach so Arrow vertraut. So ein bisschen Verständnis für Milady sollte man dann doch schon ein bisschen haben. Das ist schon mal positiv. Danke, Milady. Ach, Arrow, ein bisschen Verständnis für die Dame, bitte. Ja, natürlich blicke ich dich weniger finster an, dafür viel mehr hinterhältig. Rengo einfach mal so, ach, mir scheißegal, was ihr macht, privat, aber weh, kämpft nicht alle ganz toll. Okay, jetzt erfahren wir, wer noch Bündnis in sich trägt. Phantom Society が Covenant 所持者として入場していたのは次の5人。まずは鉄仮面。Covenant 回収計画 C 計画の D。Okay, heißt das nicht dann, er müsste auch selbst sterben? Oder wird er dann Xenon umbringen? Also beziehungsweise lässt Xenon sich dann umbringen? Covenant 回収計画ファントムソサエティはどのようにコベナント所持者を認識していたのでしょうか。コベナント所持者なら一目で他のコベナント所持者を感知できるわ。視覚的に見ることができるの。Das ist doch so ein Das ist doch so ein Akatsuki no Yona Scheiß. So von wegen wo Yona halt die Drachen nicht die Drachen hier die na doch die Drachen spürt, also die Nachfahren der Drachen. Ich denke mal, es ist genau so ein Shit. Und dann stehen die voreinander. Hey, du trägst auch ein Bündnis. Ja, toll. Tschüss, Gamer. Seine Fähigkeit und Organisationskraft Phantom Society war langfristig mit Covenant und Dokumenten. Ja, ist klar, wenn Eiserne Maske das als Ziel hat, da wird er wahrscheinlich häufiger aber selbst so allein unterwegs gewesen sein. Er hatte drei, jetzt hat er eins verloren. Ach, doof für ihn gelaufen. Ich finde es cool, dass Kusunoa ist so ein Name, der in der Shin Megami Tensei-Reihe, also in den Spielen, häufiger mal auftaucht. Raiko Kusunoa oder so, glaube ich, hieß ein Charakter. Also es ist so ein Nachname, der wird häufiger verwendet. Ist jetzt die Frage, wie viele der Shin Megami Tensei-Spiele spielen im selben Universum? Im Shin Megami-Verse. Also ich weiß, dass... Ich weiß, dass zwei Spiele auf alle Fälle im selben Universum spielen. Die Persona-Teile spielen alle im selben Universum. Ich glaube, einer der Persona-Teile deutet sogar an, dass ein anderer Shin Megami Tensei-Teil ebenfalls im selben Universum spielt. Aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher es war.
ヤタガラスと協力関係にある最強クラスのデビル様なんだ。彼はこの国の守護の要を担う一人だ。だそうよ。4人目はカラクチョウをネジロに活動するサイゾー。 Das wird unser viertes Mitglied. ヤタガラス。Dieser サイゾー。両者とも付き合いがあるフリーランスの様なよ。最後に、ついさっきまでコベナントを持っていた私。殺されて手放すことになってしまったけど、今は私が持っています。短時間で持ち主がいろいろ変わっててややこしいな。 Naja, ich würde jetzt 2 von 5 noch nicht als kompliziert sehen. 待って、つまりこの短い間に2人の所持者が鉄仮面に狙われたってこと。だとすると他の所持者も危ない。ミレディ、再造の居場所に心当たりは？この時間帯は新参道にあるバーヘイトゥーン。Der Bar Heidrun. って噂を耳にしたことがあるわ。Bar Heidrun finde ich gut. なら今から新参道に大至急。フィグは？私は皆さんの帰りを待ちます。万が一にもこれ以上敵にコベナントが渡ることを避けるためです。Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, was Figuel angeht.Ich glaube, es wird sehr tragisch mit ihr enden. Ich glaube, es wird sehr, sehr tragisch. それに状況を俯瞰できるコマンダーは必要でしょう。私は後方からサポートをしたいと思います。了解。じゃあ留守番よろしくね。